على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر. Was ich interessant finde, ist das Thema Islam und Terrorismus, beziehungsweise welche Haltung hat der Islam zum Terrorismus? Ich finde das Thema sehr interessant, weil das einer der Hauptangriffspunkte ist. Das heißt, der Islam wird hauptsächlich angegriffen, indem man sagt, der Islam ist eine Religion des Terrors. Und das ist ein Bild, was in den Medien so vermittelt wurde, dass selbst ein Muslim, der weiß, wie seine Religion ist, sobald er Terrorismus hört, denkt er automatisch an Islam. Es ist so. Das heißt, dieses Bild hat sich so eingepflanzt, weil die Medien arbeiten hier auch mit dem Unterbewusstsein des Menschen. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Mensch viele Entscheidungen, die er macht, aus seinem Unterbewusstsein trifft. Weil viele Entscheidungen, die er trifft, trifft er aus dem Unterbewusstsein. Beispielsweise beim Verkauf. Es ist oft so, bei einem Verkäufer, es kommt oft darauf an, wie er die Sachen verkauft. Zum Beispiel, diese Ware ist vielleicht gar nicht so gut, aber der Kunde bekommt Vertrauen zu diesem Verkäufer und nimmt diese Ware an. Weil das Unterbewusstsein sich für dieses Produkt entscheidet, obwohl er vielleicht von der Logik eher zu einem anderen Produkt tendieren würde. Ist so. Ich meine, das ist psychologisch erwiesen, das ist wissenschaftlich bewiesen. Das weiß jeder. Und so ist es auch dort, du brauchst nur 10, 20 Mal in den Medien zu zeigen, Bombe, danach zeigst du jemanden mit Bart, Bombe, danach zeigst du eine Frau mit Kopftuch, Bombe, danach zeigst du ein islamisches Land oder einen Koranvers. Automatisch identifizierst du Islam mit Terrorismus. Und dann kommen auch noch einige Schlauberger, die der Anti-Islam-Szene in Deutschland zuzuordnen sind und kommen dann mit solchen Sprüchen wie, und der hat sich sehr verbreitet, der Spruch, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Oh. Wer das sagt, der hat wahrscheinlich die letzten 30 Jahre in den Rocky Mountains in der Holzhütte gewohnt und nichts vom Leben mitbekommen. Aber okay, kein Problem, wir werden heute auf diese Punkte eingehen. Erstmal, wie man damit umzugehen hat, wie die Medien damit umzugehen haben. Und also das schlechte Bild des Islams etwas verteidigen und wir wollen uns die Realität vor Augen führen. Aber auf der zweiten, also das Zweite, was ich behandeln will, ist, welche Argumente haben, weil wir können auch nicht verleugnen als Muslime, dass es Menschen gibt, die Muslime sind und die Terror im Namen des Islam als legitim ansehen. Wenn wir das verleugnen würden, dann würden wir der Realität genauso wenig in die Augen schauen, wie diejenigen, die jede Information in den Medien verdrehen. Und dann müssen wir darauf eingehen, welche Argumentation wenden diese Leute an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich bei vielen Leuten heute oder später diesem Internet sehen, nicht beliebt machen werde. Weil ich in dieser Sache einen ganz klaren Standpunkt habe, den ich vertrete und den ich, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich den mit Koran und Sunna, sei es mit dem Koran, dem Wort Allahs und der Sunna des Propheten, sei es was der Prophet gemacht, was der Prophet gesagt und wo der Prophet zugestimmt hat, dass ich das meinen Standpunkt hiermit ganz deutlich illustrieren kann. Wenn jemand meint, er könnte dagegen interpretieren, das ist seine Angelegenheit. Aber es geht hier um die Wahrheit und es geht mir auch um einen anderen Punkt, dass Jugendliche, die vielleicht zu dieser Meinung tendieren, dass sie nicht aus Emotionen handeln. Emotionen, man sieht vielleicht ein Bild im Internet, da sind Leute, die männlich wirken, die stark wirken, die Kleinen, der kleine Robin Hood gegen die große Übermacht. Und automatisch tendiert man dazu, mit diesen Leuten Sympathie zu empfinden. Und diese Sympathie geht bis zu dem Punkt, dass man es sogar auch als legitim ansieht, unschuldige Menschen zu töten. Und wie gesagt, das ist keine emotionale Angelegenheit. Islam ist in erster Linie eine rationale Angelegenheit. Das heißt, wir müssen gucken, was steht im Koran, was steht in der Sunna und müssen diese Dinge analysieren und genau sagen, um genau zu erkennen, welches Urteil wir uns islamisch über eine bestimmte Sache machen dürfen. Wenn ich darüber rede, werden natürlich wieder einige Schlauberger aus der Anti-Islam-Fraktion kommen
Und übrigens, ich wollte sagen, für die Nicht-Muslime, die hier sind, die sollen sich nicht angesprochen fühlen. Weil wenn ich sage Anti-Islam-Fraktion, dann meine ich nicht jeden Nicht-Muslim, der sitzt, sondern der individuelle Nicht-Muslim ist für mich erstmal, steht für mich erstmal in der Mitte. Sondern ich rede von Leuten, die im Internet eine Hetzkampagne führen, die nur noch zu vergleichen ist, und ich sage es ganz klar und deutlich, mit der Nazi-Propaganda im Dritten Reich, aber keiner weiß was davon. Ja? Früher wurden bei dem Film Der Jud Süß, der ewige Jude, gezeigt, was die Juden für Barbaren sind, angeblich, weil sie ein Schaf schlachten. Heute werden Muslime gezeigt, wie sie ein Schaf schlachten. Guck dir die Barbaren an, genau dasselbe in Grün. Ja, bis dann derjenige sagt, bis du dann in Foren liest, alle Muslime sind schlecht. Ja, bis man sagt, die Ratten, ich sage das nicht, sondern dass deutsche Sprüche kommen, die kann man ruhig auslöschen. Weil wenn du sie nicht auslöschst und wenn du sie nicht stoppst, dann werden sie dich stoppen. Und glaub es mir, guck dir die Seiten an, die es im Internet gibt, du siehst das so klar und deutlich. Und die ganze Welt macht die Augen auf und schaut sich diese Sachen an und schaut sich, wie der Hass wächst und wächst und wächst und wie die muslimischen Frauen immer mehr bedroht werden, wenn sie durch die Stadt gehen. Und keiner sagt was. Keiner sagt was. Nach dem Motto, und das steht ganz klar, hier, Schweizer, eine Schweizer Zeitung, ganz klar, erste Seite steht, wir müssen etwas tun, damit der Islam, so sinngemäß, gestoppt wird, denn wenn wir das jetzt nicht tun, die Muslime kriegen mehr Kinder als wir, dann werden wir in 50 Jahren, würden wir vielleicht mehr Muslime haben, und wie sollen dann unsere Kinder leben? Ja, und jetzt, was ist die Lösung? Kastration der Muslime, oder wie? Was ist die Lösung? Ja, was soll darunter jemand verstehen, wenn er dies liest? Wenn er liest, die Demokratie ist nicht mehr wehrhaft dagegen, dass die Muslime viele Kinder kriegen, wir müssen uns jetzt dagegen wehren. Was soll man darunter verstehen? Subhanallah. Und wie gesagt, und alle gucken zu mit offenen Augen, jeder kann schreiben, was er will. La ilaha illallah. Und wenn man das dann noch sagt, wenn man das dann mit früher vergleicht, ich habe es letztens erlebt, es war ein sehr netter Mann gewesen in Berlin. Er kam nach dem Vortrag zu mir, ein Geschichtslehrer, und er meinte zu mir, Sie können das, was jetzt ist, Sie können das doch wirklich nicht, ich finde das nicht okay, Sie können das nicht mit dem Dritten Reich, mit dem Nazireich vergleichen. Weil heutzutage leben wir in der Demokratie und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, erstmal, ich habe nicht von unserer Regierung geredet. Ich habe davon geredet, wie einige individuelle Individuen und Gruppen agieren. Und ich habe darüber geredet, wie das Bewusstsein der Menschen sich verändert. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und das kann keiner verleugnen. Ich weiß, jeder muss, weil es kann schnell jemand reden über die Muslime. Er sagt, bei uns in Deutschland geht es euch so gut. Es ist das eines der liberalsten Länder. Das ist alles relativ zu sehen. Ich sage, es stimmt. Stimmt in Deutschland. Ich sage nicht, dass es uns schlecht geht. Aber ich sage, es gibt Länder, die besser sind. Und die sind Dreck um uns herum. In Holland gibt es, obwohl Holland noch nicht mal so groß ist wie Nordrhein-Westfalen, von der Einwohnerzahl her, gibt es mehr islamische Schulen als in ganz Deutschland. 50 islamische Schulen. In Österreich, wesentlich kleiner als Deutschland, islamische Schulen, islamische Kindergärten. In England 150 islamische Schulen. Islamische Kindergärten brauchen wir gar nicht drüber zu reden. In den USA, in jedem Stadtteil islamische Schulen, islamische Kindergärten. In Kanada, in jedem Stadtteil islamische Schulen, islamische Kindergärten. Und dann erzählt man uns ja, hier kann man sich nicht einigen. Warum kann man sich dort einigen? Ja, es gibt so viele Gruppen. Ja, dort gibt es auch viele Gruppen. Aber es gibt einen gewissen Grundsatz im Islam, wo keine Gruppe im Islam von abweicht. Ganz einfach. Zum Beispiel, dass der Schwimmunterricht mit Jungs und Mädchen getrennt ist. Da gibt es keine Gruppe, die sagt, nee, wir machen FKK, subhanallah. Ja, das sind ganz einfache Prinzipien. Und da regt man sich dann darüber auf, weil man gerne Lob hören will, wie toll es doch ist. Ich sage, Alhamdulillah, es gibt positive Ansätze. Es gibt positive Ansätze. Und dann sagt er, ja, warte mal, aber in der Türkei darf die Frau noch nicht mal mit Kopftuch in die Universität gehen.
Mashallah, in manchen Ländern werden die Frauen vielleicht, die kriegen sie vielleicht mit dem Stock geschlagen, wenn sie ein Kopftuch tragen. Und das sind ja islamische Länder, ja super. Wollen wir jetzt nach unten gucken und sagen, ja, da ist es noch viel schlechter, okay, dann können wir es auch schlecht machen. Darum geht es so. Und wie gesagt, auf der einen Seite geht es mir wirklich darum, jemanden, der diese Gedanken hat von Terror und so weiter, auch davon abzubringen und das richtige islamische Verständnis in meinem Verständnis, das, was ich zumindest fest von überzeugt, dass das das richtige Verständnis ist, dass man ihn zu diesem Verständnis führt. Dann wird dann erzählt, und das sind die ganz Schlauen, ja, wenn der Muslim etwas sagt gegen Terror in der Öffentlichkeit, dem muss man nicht glauben. Weil bei den Muslimen gibt es Taqiyya. Das heißt, die können das, was sie glauben, verstecken, ihren Glauben verstecken. Dann sagen wir zu diesen Leuten, Mr. Schlau, Mr. Islamhasser, bevor du den Mund aufmachst, informier dich erstmal richtig und geh mal auf eine sunnitische Internetseite und schau mal auf einer sunnitischen Internetseite, weswegen die Sunniten Schiiten kritisieren. Schau mal. Dann wirst du finden, dass dort steht, die Schiiten haben Taqiyya. Das heißt, das ist eine Erscheinungsform im schiitischen Islam und 90% der Muslime gehören dem sunnitischen Islam an. Und es würde ja wohl, der Beweis dafür ist, geh auf eine sunnitische Internetseite, wo die Schia-Gruppe kritisiert wird und geh da drauf und frage mal und schau es dir an. Oder meint jemand, wir sagen, ja, Schia ist falsch, weil die glauben an den Propheten Mohammed, wo wir selber dran glauben. Oder sind falsch, weil die sagen, man muss 5-mal am Tag beten. Nein, dieser Punkt wird kritisiert, weil wir nicht daran glauben. Im sunnitischen Islam ist Taqiyya erlaubt, wenn einer einem die Pistole an den Kopf hält und sagt, hier, glaubst du an den Propheten Mohammed und du weißt, der erschießt dich, wenn du das sagst, dann ist das erlaubt. Aber du darfst nicht etwas über die Religion erlügen, ganz einfach. Das heißt, das ist dieses Schema, womit dann der Otto-Normalverbraucher dann auch immunisiert werden soll gegen positive Nachrichten von einem Muslim. Wenn ein Muslim mit positiven Nachrichten kommt, dann sagt er, ach ja, komm, die lügen sowieso. Wir haben nur einen, der die Wahrheit sagt, Osama bin Laden. So denkt er dann. Ja, das ist das, was damit vermittelt werden soll. Ja, und der hat schon gesagt, alle umbringen, nach dem Motto. Ja, das ist das, was vermittelt werden soll, wodurch dieser Hass entsteht. Deswegen, bei mir gibt es keinen Taqiyya, sondern ich sage dir so, mich hat gar keiner gezwungen, diesen Vortrag zu machen. So, ich mache diesen Vortrag, weil ich daran interessiert bin, dass hier in Deutschland keine Bombe hochgeht. Denn ich weiß ganz genau, wenn hier eine Bombe hochgeht in Deutschland, sei es in einer Schule, sei es in einem Kindergarten, sei es in einer U-Bahn, sei es auf einem Flughafen oder irgendwo, diejenigen, die die größten Opfer sind, sind die Muslime. هنا رمضان ما درست تنير مآثر الفكر.